Guten Morgen. So, ich habe ein neues Spielzeug. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner kleinen Schutzhütte, sag ich mal, wo ich eigentlich ganz gerne mal bin. Und ja, da wollte ich euch erst mal zeigen. Ich muss sagen, ich habe fast 4 Wochen drauf gewartet. Und naja, mal gucken, wie sich das zum äquivalenten Schweden schlägt. Ja, wie ihr seht, scheint ein bisschen die Sonne. So ein bisschen Schnee liegt auch noch. Einzig was ist das bisschen Wind. Das kneift ziemlich an die Ohren. Bin ich mal gespannt. Gut, dann bis gleich. Koche ich mir mal einen Tee. Alles gegriffen. Und jetzt geht's los. Ja, ich will auch nicht zu viel verraten jetzt im Voraus. Hier ist es drinne. Und ihr hört schon, es klappert. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Ja, die Sonne kommt richtig gut raus, gefällt mir. So, dann wollen wir mal. Einige von euch haben es anscheinend schon verraten, beziehungsweise erraten. Spiritusbrenner. Ja, den habe ich mir direkt aus dem Land der aufgehenden Sonne zukommen lassen. Gibt den allerdings auch über Amazon zu kaufen und bei eBay. Das ist aber um einiges teurer und nur so zum Testen dachte ich mir, dann gleich direkt. So, das ist der Brenner. Und dazu gibt es noch so ein, ja, so eine Topfauflage. Mal gucken, ob ich die jetzt hier heile rauskriege. Ja, ich teste das hier draußen, weil ich das unter Realbedingungen halt ja vorführen möchte und selber gucken, wie es ist. So, das ist doch alles neu. So, das ist die Topfauflage. Da kommt er einfach so rein. Zack. So. Ja. Erstes Manko, mein Becher passt da nicht drauf. Gut, okay. Habe ich meinen Wasserkessel dabei. So. Und ja. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, Fassungsvermögen 100 Milliliter Spiritus. Ja, hier ist dann so eine, ja, soll so ein Drosseldeckel sein, denke ich mal, aber ob der was bringt, ob man den überhaupt braucht, weiß ich nicht. Wenn man den zulässt, kann man damit bestimmt den Kocher auch ausmachen. So, dann ist hier noch ein Deckel drauf. Der Deckel, könnt ihr sehen, hat sogar eine Dichtung drin. Ja, bin ich mal gespannt. So. Ja. Spiritusbrenner halt.
könnt ihr also mal gucken. Oh, sieht ganz ordentlich aus. Mal schauen, ob der dicht ist. Er soll eine Dreiviertelstunde lang brennen mit einer Füllung von 100 Milliliter. Das mache ich jetzt hier nicht voll. Aber ich will mir auch einen Kaffee kochen. Beziehungsweise einen Tee. Halb voll müsste eigentlich genügen. So, dann wollen wir gleich mal testen, ob das mit der Dichtung überhaupt richtig dicht ist und ob der Brenner überhaupt dicht ist. Also ich sehe jetzt hier keine Tropfen irgendwie rauskommen. Ja. Abwarten. So ganz sauber ist der anscheinend nicht verarbeitet. Da sind irgendwelche Flocken jetzt drin im Spiritus. Ja, machen wir mal runter. So. Ja. Scheint dicht zu sein. Dann wollen wir mal loslegen. An. Dann bin ich mal gespannt. Wen brauche ich jetzt erstmal nicht. Das ist mein kleiner Gaskocher. Ein Schluck Wasser. Reichen. Ich mache jetzt hier nicht irgendwelche Tests von wegen, wie lange braucht der Kocher, um jetzt so und so viel Milliliter Wasser aufzuheizen. Ich teste einfach nur, ob er überhaupt funktioniert. Und bis das Wasser kocht, genieße ich so ein bisschen die Sonne und vielleicht kann ich ja noch ein paar Tiere einfangen, die ich euch dann mit zeigen kann. So, dann bis gleich. Wasser kocht gleich und ja, das Schöne daran ist, der Kocher ist echt leise, also man hört ihn kaum. Und naja, mal sehen, ob sich da jetzt irgendwas verzogen hat oder irgendwie was. Ich habe den vorher noch gar nicht getestet, in keinster Weise, nur aus der Verpackung rausgenommen und in seinen Packbeutel samt Kocher aus der Verpackung rausgenommen und in den Rucksack rein. Ja, so. Weil bei so einem leichten Wind kann man den noch verwenden. Wenn jetzt mehr Wind ist, dann sollte man vielleicht doch noch einen zusätzlichen Windschutz benutzen.
Und ja. Mal gucken. Ah, Wasser kocht. Ich habe den Koffer ungefähr halb voll gemacht. Wie ich eben gesehen habe, ist ungefähr noch ein Viertel drin. Und ne? Ja, reicht für einen guten Becher Tee oder Kaffee, je nachdem. Ich habe mich heute für Tee entschieden, weil es ist recht frisch. Und da kommt Tee einfach besser. So. Den Kocher lasse ich jetzt ausbrennen. Genieße meinen Tee. Noch ein paar Sonnenstrahlen. Ja. Und dann geht es wieder ab nach Hause. Meine Frau wartet. Von hier aus, ich liebe dich, mein Schatz. Und ja, der Kocher funktioniert. Bin ich mal gespannt, wie er sich im Laufe der Zeit ja so macht. Wenn er denn so ein halbes Jahr, ein Jahr in Nutzung war, dann werde ich mich an dieser Stelle noch mal melden mit dem Kocher, wie er sich denn so geschlagen hat. So. Das war's. Ich wünsche euch noch was. Geht raus. Genießt das Wetter. Und ja. Macht's gut. Ach so. Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen, Leute. Tschö.